Jetzt, wenn ich zurückdenke, bin ich unbewusst einmal schon auf dem Lift und habe auf die Piste geschaut. Ich habe geschaut, wie die anderen gefahren sind, habe mir überlegt, was würde ich jetzt da korrigieren oder wo soll ich anfangen. Und nachher, als ich dann aufgehört habe mit dem Skirennfahren, habe ich natürlich gefragt, was soll ich jetzt machen. Und dann war dann für mich recht schnell klar, Trainerin zu werden. So, I&S-Ausbildung und so habe ich immer geschaut, dass ich etwas vorzu mache. Und nachher ist von der Trainerausbildung zu Macklingen, dann der Berufstrainer, habe ich dann eigentlich angefangen. Damit ich auch eine gewisse Ahnung, dass ich jetzt als Trainer arbeite, damit ich das gerade begleiten kann. Weil das war für mich schon wichtig, dass ich auch eine Ausbildung nebenbei habe. Ich denke, es gibt viele Vorteile, wenn man selber Athlet war früher. Sich in Situationen und Rollen hineindenken, vielleicht ein bisschen empathischer können sein und sicher auch, dass man vielleicht schon gewisse Erfolge hat oder etwas erreicht hat und jetzt gerade bei jüngeren Athleten, wenn ich es mit nicht zu haben, eher den Respekt bekommst und es einfacher fällt, um auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, ohne dass man irgendwie die grosse Führungsperson ist, wo man irgendwie, ja, vielleicht die Jungen heutzutage eher Mühe haben, zum Respekt davor zu haben.